Damit auch unsere weiteren Gäste noch genug Zeit haben, möchte ich jetzt unbedingt und zwar ganz schnell zu unserem nächsten Gast kommen. Ein junger Mann, darf ich glaube ich noch sagen, der mit 16 Jahren zum ersten Mal obdachlos wurde, der scheinbar ein normales Leben führte tagsüber, Sport trieb, Abitur machte, aber nachts sich immer wieder einen neuen Schlafplatz suchen musste, bis sich vor 3 Jahren alles änderte. Und jetzt führt er ein Leben, was scheinbar bürgerlich ist, denn er hat wieder eine Wohnung und einen Job. Ich begrüße ganz, ganz, ganz herzlich Dominik Bloh. Ich kläre erstmal auf, warum wir uns duzen. Wir haben im Vorfeld gesprochen und du hast gesagt, du fühlst dich wohler, wenn wir du sagen. Und ich fühle mich auch wohler, wenn wir du sagen. Also das ist der Grund. Wo hast du, sind jetzt Temperaturen um den Gefrierpunkt angesagt für heute Nacht. Wo hättest du noch vor 3 Jahren jetzt Unterschlupf gesucht für heute Nacht? Mit der S-Bahn hin und her, bis die letzte Bahn fährt. Und dann würde ich und... Ich bin auch ein Hamburger Jung. Mhm. Ja, und dann wäre ich wahrscheinlich in die Wandelhalle irgendwann hochgelaufen. Und dann gibt es McDonald's. Mhm. Die Werbung machen mit dem Slogan, deine neue Grundversorgung. So, und ich habe mich von 1-Euro-Burgern ernährt. So, und ich möchte ein bewusster Mensch auch sein. Und ich möchte irgendwann wirklich aufhören, Tiere zu essen. Und damals habe ich aber auch das zum Beispiel gegessen. So, und da hätte ich mich aufgehalten. Das war so der Zwischenstopp für kurz, schnell 1 Euro was essen. Auf die Toilette gehen, kurz frisch machen. So, und dann ist schon die halbe Nacht durch. Mhm. Dann vielleicht mit dem Nachtbus quer durch die Stadt. Also du wärst in Bewegung geblieben. Du bist nachts noch da draußen, du bist rastlos am Laufen. Fast ohne Pausen mit blassroten Augen. An was sollst du glauben? Du bist immer in Bewegung. Und diese Rastlosigkeit, das ist halt das Problem, warum du es auch nicht schaffst, irgendwie wieder mal einen Kopf zu machen, wie schaffe ich es wieder in einen Job oder wie kriege ich eine Wohnung. Du bist immer nur damit beschäftigt, wie kriege ich Essen, wie stopfe ich das Loch im Bauch, wie fliehe ich vor Kälte. Ne? Das ist seit November gibt es ja das Winternotprogramm in Hamburg. Wäre das eine Alternative für dich gewesen? Ich habe im Winterprogramm übernachtet. Mhm. Da sind dann 7 fremde Menschen in einem 14 Quadratmeter Container, 7 Metallbetten. Da gab es keinen Spind. Das heißt, also ich habe ja mein Leben in eine Tasche gepackt. Mhm. Ja, und ich habe die immer dabei, während ich laufe. So, und wenn ich da schlafe, dann habe ich den Taschengurt so um mich gemacht und dann das als Kopfkissen benutzt. Mhm. Und dann bist du mit 7 fremden Menschen, der eine schreit im Schlaf, der andere raucht Kette, der andere, Schlaf gibt es nicht. Man ist mit einem Auge wach, wollte ich gerade sagen. Sehr gut, verstehe. Mhm. Es gibt ja viele Obdachlose und auch ehemalige Obdachlose, die sagen, wenn in diesem Winternotprogramm es Einzelzimmer geben würde, dann wäre das eine andere Sache, wenn sie auch tagsüber geöffnet wären, dass man eben nicht so rastlos sein muss, dass man erstmal die Grundbedürfnisse nach Dusche, nach Essen, nach Unterkunft befriedigen kann. Dann hat man auch die Kraft, sich wieder um andere Dinge zu kümmern, Behördengänge, wieder Fuß zu fassen in der bürgerlichen Welt. Wie siehst du das? Ich sehe das genauso. Also ich glaube, dass solche wenigen Ruhephasen schon einfach so viel bringen. Also man muss sich das nur mal vorstellen. Was heißt denn für uns alle liegen? Ne, liegen bedeutet doch im ersten Moment, ich bin bequem und fühle mich wohl. Und was bedeutet für uns alle hier Schlaf? Dasselbe. Ich bin erholt und hatte einen gesunden Schlaf. Mhm. Diese beiden Sachen gibt es nicht auf der Straße. Mhm. Wie willst du je das schaffen, dich zu konzentrieren? Und darum braucht es eben Zeit für Ruhe. Mhm. In der Ruhe liegt die Kraft. Mhm. Und darum, in meiner Meinung nach, müsste das Winternotprogramm länger geöffnet sein. Es sollte auf jeden Fall eine niedrigere Bettbelegung geben. Und schon vieles wäre einfacher. Es gibt in Deutschland, das sind Schätzungen, ungefähr 1 Million quasi wohnungslose Menschen. Ungefähr 50.000 leben tatsächlich auf der Straße und suchen sich dort nachts einen Platz unter freiem Himmel oder in Hauseingängen. Wie bist du auf der Straße gelandet? Ich habe gerade schon mal gesagt, du warst erst 16 Jahre alt. Meine erste Nacht war mit 16, hatte auch eine 16-jährige Vorgeschichte, aber kurz runtergebrochen, meine Mutter ist sehr krank geworden.
und hatte ganz verschiedene Diagnosen gestellt bekommen. Manisch-depressiv, Borderline-Syndrom, ist am Ende schizophren geworden und in der geschlossenen rein und raus. Und ich habe Basketball gespielt bei mir in der Schule und ich konnte ins UKE sehen, in den dritten Stock, wo sie gerade stationär war. Und es war so. Und sie war sehr, sehr überfordert mit dieser Krankheit und mit mir, weil ich auch kein so einfacher Junge war. Und sie hat ihre Vormundschaft abgelegt. Und das bedeutet, ich hatte keinen gesetzlichen Elternvertreter mehr. Und sie hat mich rausgeschickt. In dem Moment springt eigentlich jemand anders ein. So, eigentlich müsste dann jemand was tun. Ja, du hattest Großeltern, die sich eigentlich immer gut um dich gekümmert haben, als du jünger warst, ne? Ja, auf jeden Fall. Meine Oma ist mein Licht. So. Ohne die wäre ich nichts. Und ja, für meine Großeltern ist auch dieses Buch so. Das, an was sollst du glauben? Am Ende habe ich immer an meine Oma, meinen Opa gedacht, die gesagt haben, du bist ein Guter und du bist ehrlich und du kannst es schaffen. So, und das habe ich mir auch auf der Straße, habe ich mir einfach das immer wieder so in Erinnerung gerufen. Und die haben mir, selbst wenn sie nicht mehr da sind, immer Kraft gegeben und Hoffnung. Du hast... Wir wissen jetzt, also du warst relativ haltlos, alleine auf der Straße. Deine Mutter war in psychischer Behandlung. Du bist weiterhin zur Schule gegangen. Da fragt man sich natürlich, ist den Lehrern nichts aufgefallen? War da niemand da, der einspringen konnte, der helfen konnte? Oder wollte? Also erstmal glaube ich, ist das Obdachlosigkeit ist nicht das, was wir alle im Kopf haben. Na, das ist nicht der Verwahrloste und der... Na, wir wollen alle dazugehören. Und wir wollen alle Teil von etwas sein. Und wenn ich morgen wieder in die Klasse gehe, dann kümmere ich mich garantiert darum, dass ich nicht stinke und dreckig bin. Sondern ich habe alles dafür getan, immer möglichst nah an dem zu sein. Ich gehe auf die Schultoilette, putze meine Zähne da, hole meine Zahnpasta aus der Jackentasche und setze mich dann in die Klasse. Und gleichzeitig war es aber auch ein warmer Ort. Und ich hatte immer Lust auch auf Lernen. So, ich wollte dieses Abi schaffen. Das war du hast Abitur gemacht in dieser ganzen Zeit, ne? Ja. Boah. Die längste Zeit, die du auf der Straße warst, du hast zwischendurch auch mal Wohnungen gehabt, war, glaube ich, 3 Jahre am Stück. Richtig? Ja. Was war in dieser Zeit das Schlimmste für dich an der Obdachlosigkeit? Naja, es gibt echt viele schlimme Sachen. Also, so die Kälte ist super ätzend. Ne? Kälte, keiner von uns wird sich an Kälte gewöhnen. Wir können jetzt heute rausgehen und es wird wie ein Automatismus sein, dass wir das hier unsere verstecken, Kapuze drüber. Na, kein Mensch wird sich an Kälte gewöhnen. Aber das ist so ein Umstand, mit dem muss ich alleine klarkommen. Und Hunger ist super ätzend. Ich weiß nicht, ob es andere hier noch gibt, die, wenn sie hungrig sind, so leicht gereizt werden. Ich bin einer dieser Menschen. Hunger kann in den Wahnsinn treiben. Aber auch das ist sowas, das sieht niemand um mich herum. Ja, aber genau das, wenn ich dreckig bin und wenn ich stinke und wenn ich... Das Gefühl habe, ich bin verwahrlost. Das ist der Moment, in dem, wo ich sonst nie gesehen werde, wenn ich bei Penny an der Kasse bin, dann gucken alle Menschen mich an. Oder wenn ich in die Arge reingehe und versuche, in ersten Stock zum Sachbearbeiter zu kommen, weil ich Anspruch habe. Auf bestimmte Leistungen. Auf Leistungen. Ja, dann scheitere ich schon da unten, weil das ist der Moment, an dem die Menschen dich nur noch eklig finden und nicht in deiner Nähe sein wollen. Und dann bin ich nicht mehr alleine und dann ist es nicht mehr mein Problem. Auf einmal ist es das Problem, dass meine Umwelt mich so wahrnimmt. Und was passiert, wenn heute kann ich hier sitzen in Jogginghose, weil ich mich wohler fühle in meiner Haut. Aber ne, wenn du auf der Straße bist, dann kannst du das nicht. Und jetzt bin ich selbstbewusst und jetzt habe ich ein sicheres Auftreten. Auch wenn ich super aufgeregt war, dass du noch meintest, du kümmerst dich um mich. Ja. Ne? Aber... Das geht auf der Straße verloren und das ist das, was wir den Menschen aber zurückgeben können. Was geht verloren? Selbstwert, Selbstliebe, Selbstrespekt. Und deswegen ist es so einfach, nur mit Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und einem Angucken erstmal wahrnehmen, nicht durchgucken und vorbeigucken. Ne? Das habe ich auch immer wieder gehört. Und jetzt gerade, bitte Leute, so, da erfrieren Menschen schon. Mhm. In Hamburg sind schon 2 Menschen erfroren. Vorletzte Nacht noch. 3. Drei. Ja. Biggie ist tot. Eine Frau und 2 weitere.
Joanna und sie haben und November, Majid. Ne? Ja. Also, ja. Kannst du uns noch sagen, du hast vorhin gesagt, jetzt bin ich selbstbewusst, jetzt sitze ich hier und ich bin geduscht und es geht mir gut. Wie hast du es geschafft, was war der Wendepunkt in deinem Leben, dass du zurückgefunden hast in ein, sagen wir, bürgerliches Leben, so wie wir es nennen? Ich glaube, das war ähnlich wie bei dir, Armin. Bei wem? Bei Armin? Ja, also ich glaube, es gibt diesen Zeitpunkt, bei mir war das 2015, als Hunderte bis Tausende Menschen geflüchtet sind und ganz viele kamen in Hamburg an. Und da bin ich wieder hochgegangen zu McDonald's, die Treppen hoch. Und dann habe ich die Menschen da liegen sehen, vorm Bodyshop, mit nichts als dem, was die anhatten. Mhm. Vor Douglas auf Isomatten und in Schlafsäcken. Und ich konnte zum ersten Mal so richtig meine Realität wiedergespiegelt sehen. Und dann war ich so, ich muss helfen. Die kommen aus dem Krieg, die können nicht die Sprache. Ich weiß, wie der Frust sein kann bei der Arge. Ich kann Unsicherheit und all das vielleicht nehmen. Und ich habe angefangen zu helfen. Naja, und wo wir uns dann begegnen, ist so, ich hatte eine Aufgabe und plötzlich hatte ich einen Sinn. Und das waren meine, ich hatte wieder so, jetzt weiß ich wieder, was ich mache. Und ich glaube, dass es für so viele Menschen gilt, dass du einfach nur eine Aufgabe brauchst und damit wieder reinfindest. Und wir lassen eben auch Menschen auf der Straße sehr oft liegen. Ja. Und wir könnten denen eine Chance geben und es wird sich nutzen. Das ist ja das Schlimmste, dass das sind Menschen, die können alles tun. Also warum lassen wir sie da liegen? Ich finde das sehr schön, dass du, obwohl du damals gar nichts hattest, selbst gesagt hast, ich helfe den Flüchtlingen. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt ein richtig dicker Applaus. Du hast jetzt einen Job, also erstmal hast du ein Buch geschrieben, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, auch eingeblendet hoffentlich, wo deine Biografie drin steht, was unglaublich schön geschrieben ist. Ich finde, du hast eine sehr schöne Sprache, wir haben es vorhin schon mal gehört, das war so ein Rhyme, glaube ich, sagt man, ne? Wenn man cool ist. Man könnte auch sagen, es war poetisch, was du gemacht hast. Das ist eine sehr schöne Sprache, es ist im Präsens geschrieben, es ist wirklich ein gutes Buch, Unter Palmen aus Stahl. Und du arbeitest jetzt als Journalist. Und hast mir vorhin erzählt, oder beziehungsweise schreibst eben für eine Zeitung. Du hast mir vorhin erzählt, dass es interessanterweise eine Zeitung ist, die Hamburger Morgenpost, die früher auch schon eine Bedeutung für dich hatte. Welche? Also eine Zeitung ist erstmal auf der Straße super multifunktional einsetzbar. Der Wind ist der Endgegner. Hamburger Regentage, so die Klamotten kleben an der Haut. Und dann kommt der Wind und das lässt dich halt bis auf die Knochen frieren. Mhm. Und dann packst du da die Zeitung drunter und bist ein bisschen isolierter. Und meine Oma hat schon als Kind gesagt, Junge, wenn die Schuhe vollgelaufen sind mit Wasser, Papier zusammenknüllen, ausstopfen. Mhm. Und dann habe ich die Zeitung aber auch benutzt für so Sachen. Es gibt nicht viele schöne Momente auf der Straße. Und dann habe ich mir die so aufgeklappt und vorgestellt, wie ich mit Oma und Opa Abendbrot esse. Und das war dann die weiße Tischdecke mit den schnörkeligen Muster und den Fransen dran. Dann habe ich da meinen 1-Euro-Burger draufgelegt und mir einfach in der Fantasie, weil auf der Straße brauchst du Fantasie, um die Sachen schön zu machen. Und dann habe ich die Zeitung eben für solche Dinge benutzt. Und das ist die Zeitung, die heute quasi meine Miete zahlt. Mhm. Weil ich da drin. Ich möchte gerne zum Abschluss die Chance nutzen, weil ich weiß, dass du ein Projekt hast, dass du gerne ins Leben rufen würdest, einen Duschbus für Hamburger Obdachlose, damit zumindest das Grundbedürfnis nach Reinlichkeit, nach nicht mehr riechen befriedigt wird. Ich will jetzt nicht sagen, aber wir haben in einem Duschbus ja Drogerieartikel. Also möglicherweise ergibt sich im Rahmen dieser Sendung ja etwas Beispiel. Es wäre schön. Und wer sich engagieren möchte, wer vermitteln das gerne, wir sind ja über Social Media zu erreichen, die Redaktion von 3 nach 9 und würden das dann gerne an dich weiterleiten. Vielen Dank, Dominik Blue. Ja,